Games are becoming a more and more popular platform to show off what the designers of a car company can do when it's only pixels at stake. Virtually no regulations, the sky's the limit. So, what does a brand like Porsche do when it is given that kind of remit? Well, they come up with something like this. This is the Porsche Vision Gran Turismo. See it as a sports car that amalgamates numerous designs from Porsche's heritage. The race car genes of the savage 919 hybrid and the current production template of the Porsche Taycan. The race car style bits start right from the core of the Vision GT. A carbon tub makes for a rigid base from which to attach the rest of the vehicle's componentry, with the driver being enclosed by an expansive glass dome that wraps around the cockpit. Just like the Aston Martin Valkyrie, the seats are fixed pads made from sustainable and animal-free materials that have been directly attached to the carbon fibre tub to reduce weight, with the pedal box and steering wheel being completely adjustable like a Ford GT. Unlike the Ford, the dials and readouts are holographic, floating behind the steering wheel. And the structure of the car needs to be stiff, considering it's having to deal with 950 kilowatts using an overboost function and 1200 newton meters from the car's dual electric motors. That's 1274 horsepower and 885 pounds-feet, all of which is channeled to all four wheels via an all-wheel drive system. It's a sleek shape, but the Porsche designers haven't forgotten about downforce. The Vision GT features active aero like a movable rear wing, including two additional control flaps, adaptive air guides at the front wheels that can also act as air brakes, and adaptive flaps on the front spoiler. It's sometimes tough to gauge dimensions on camera, so the Vision GT is 54mm shorter than a regular Cayman, so it's compact, which, if it can manage its weight properly, I mean, it's a Porsche, so it should do just fine, should make it an agile missile of a sports car. Charging comes through both a traditional socket in the cowl of the vehicle's dome for cable charging, and inductive charging through the floor of the car. Clever stuff. Bugatti created the Chiron from their Vision GT, Jaguar produced a full-scale model of theirs, and we can only hope that Mazda and McLaren may follow one day. Porsche, however, is building a race car that's not too far away from this Gran Turismo sports car concept. This very capable looking thing here is the Porsche Mission R electric race car concept. Think of this as an electric Cayman GT4 Club Sport, potentially pointing to an electric future for Porsche's legendary mid-engine sports car. Out comes the engine and in goes an 80 kilowatt-hour battery pack, right between the axles to keep that weight balance that the Cayman is famous for. It even has a dedicated live stream button, immediately plugging viewers into the cockpit, just like what is possible at a Gran Turismo eSports event. The Mission R is awesome, looking to be the future of Porsche's motorsport division. So, is the Vision GT a look at a future road-going sports car from Stuttgart? Well, what makes the Vision Gran Turismo even cooler is that it was designed by a very young Porsche design team. Three of these youngsters are Fabian, Salar, and Pega. Der Vision GT war als Projekt insofern sehr wichtig für uns, weil es doch ein Projekt war, was so ein bisschen unter dem Radar fliegen durfte. Weil es ja doch für eine eher jüngeres Klientel Verwendung findet. Und dementsprechend konnten wir einfach die Tür wahnsinnig weit aufmachen. Also ich sehe am Vision GT schon auch die Vergangenheit von Porsche. Es hat ja bei diesem Traum angefangen, den Traum, den der Gründer damals hatte. Und ich glaube, der wurde hier auch sehr gut weitergeführt. Das ist einfach ein Auto, was die Leute lieben, das, was jeder auch entwickeln würde, ohne irgendwelche Restriktionen, frei, dann auch noch über diesen innovativen Weg, über das digitale Medium. Also ich finde, das ist Zukunft und Historie sehr gut vereint in diesem Auto. Das Designteam von Vision GT war im Vergleich mit Entwicklungsteam von Serienfahrzeugen sehr klein, aber trotzdem sehr dynamisch und multidisziplinär. In diesem Projekt haben viele Leute von unterschiedlichen Fachbereichen, zum Beispiel Interior Design, Exterior Design, Color and Trim Design, Entwicklungselektronik und Modellbau, sehr intensiv zusammengearbeitet.
Das haben wir auch gemacht. Wir haben verschiedene Konzepte ausgearbeitet und es ist eigentlich dann so ein besonderes Objekt geworden, weil wir eben diesen radikalen Ansatz auch so durchboxen konnten, wie wir das von Anfang an wollten. Wirklich das Auto auch digital erleben zu können, das ist ja auch, sage ich mal, ein prägendes Ereignis, so ein digitales Visionsfahrzeug fahren zu dürfen in einem Spiel. Dieses Konzept ist ein Blick in die gestalterische Zukunft der Marke Porsche. Und ich glaube, diese Formsprache und viele Designmerkmale im Interieur und Exterior von dem Fahrzeug kann man auch in zukünftige Serienfahrzeugen zurücksehen. Ich bin auch persönlich sehr gespannt auf die Reaktion von unseren Kunden und den Fans von Gran Turismo.